Herzlich willkommen zum Thema Insektenmotivsuche Anfang November. Das ist der zweite Teil meiner kleinen Miniserie. Den ersten Teil habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Heute geht es nicht um die Zweiflügler, sondern um alle anderen. Und lasst euch überraschen, was ich noch alles gefunden habe. Die Stelle ist wieder dieselbe wie beim letzten Mal. Der Mischwald, sonniger Waldrand, Gewässernähe. Und den ersten Kandidaten höre ich schon. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Bestens getarnt sitzt sie da und ist an ihren Lieblingsorten fast nicht zu entdecken. Die gemeine Strauchschrecke. Sie gehört unverkennbar zu den Langfühlerschrecken. Und es ist ein Männchen, sonst könnte sie nicht singen. Man erkennt es außerdem auch an den stark ausgeprägten Cerci. Die Weibchen hätten hier einen Legebohrer. Das Filmen und Fotografieren dieser Art ist gar nicht so einfach. Sie hält sich meist im dichten Bodenbewuchs auf. Ständig hat man irgendwelche Pflanzen vor der Linse und meist dazu auch einen unruhigen Hintergrund. Selten setzt sie sich auf ein grünes Blatt. Sie weiß wohl instinktiv, dass es dann um ihre Tarnung geschehen ist. Die gemeine Strauchschrecke ist in meiner Region jedes Jahr die letzte Heuschreckenart, außer den überwinternden Dornschrecken. Die gemeine Dornschrecke gehört deutlich sichtbar zu den Kurzfühlerschrecken. Und sie ist eine unserer kleinsten Heuschrecken. Sie sitzt manchmal ganz ruhig in sonnig exponierter Lage. Und da gelingen dann durchaus recht gute Fotos. Auch viele Baumwanzen gehören zu den Überwinterern. Sieht sie jemand sitzen? Und einige verlieren über den Herbst ihre auffällige Färbung, was die Bestimmung etwas schwieriger macht. Eine Bärenwanze. Ihre auffällig purpurrote Färbung hat sie zugunsten eines Tarnkleids verloren. Aber ihre schwarz-weiß geringelten Fühler mit den stark behaarten Beinen verraten die Art. Bei den grünen Stinkwanzen ist es unterschiedlich. Aus nicht bekannten Gründen behalten einige wenige ihre intensivgrüne Farbe. Doch die meisten färben sich über den Herbst ebenso in ein unauffälliges Braun. Sie hier ist mitten in der Umfärbung. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis sie optimalen Schutz durch Tarnung erreicht hat. Von unseren überwinternden Tagfaltern ließ sich in den letzten 2 Wochen leider keiner mehr sehen. Dafür aber vor wenigen Tagen dieser Bläuling. Der kleine Feuerfalter hat es in seinen letzten Tagen schwer. Weit und breit gibt es hier keine Nahrung mehr für ihn. Wenigstens kann er sich sonnen, doch seine Tage sind gezählt. In dieser Blüte wird er höchstens noch etwas Feuchtigkeit zum Trinken finden. Doch so exponiert, wie er sitzt, kann man schöne Fotos machen. Kleiner Tipp: immer den Hintergrund im Auge behalten. Der sieht hier nicht so schön aus. Geht man mit der Kamera nur 20 cm nach links, ist er ein super Motiv mit perfektem Bouquet. Da lacht dann auch das Fotografenherz. Nachdem ich in den letzten Tagen immer noch interessante Entdeckungen gemacht habe,
gibt es vermutlich das nächste Mal doch noch eine Fortsetzung, bevor ich mich wieder anderen Themen widme. Lasst euch überraschen. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Na, jetzt aber.